Heute geht's um Tackle Uni Reloaded und wie ihr 10 Euro Passive Cut gewinnen könnt. Das erfährt ihr alle nach dem Intro. When I met you in the... Wir beginnen mal mit Tackle Uni Reloaded. Vielleicht kennt noch der eine oder andere von den älteren Abonnenten, dass ich mal ein Projekt gemacht habe, das sich Tackle Uni nennt. Und in diesem Projekt hat halt jeder ein Grundstück und wir spielen das Modpack Tackle Light. Und das Ganze wollen wir jetzt nochmal machen. Also praktisch Tackle Uni Reloaded. Diesmal gibt es aber größere Grundstücke, 50x50 Grundstücke. Und wir spielen wieder Tackle Light. Und es gibt dann, wir werden dann wahrscheinlich noch irgendeinen Spannungsfaktor einbauen, dass das ganze Projekt ein bisschen spannender wird. Da müssen wir aber uns noch was überlegen. Aber ihr könnt euch, wenn ihr gut seid, wenn ihr gute Videos macht, könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Dazu müsst ihr einfach nur ein Bewerbungsvideo machen und mir das dann per PN schicken. Über YouTube oder über Twitter, was auch immer. Facebook nicht, nur Twitter, YouTube, da könnt ihr einen Link schicken, egal ob es öffentlich ist oder ob es nicht gelistet ist. In diesem Video solltet ihr auf jeden Fall gute Audioqualität haben, das heißt maximal leichtes Rauschen, am besten gar kein Rauschen, aber ihr solltet halt schon eine gute Audioqualität haben. Ungefähr so wie ich. Ich habe ja auch nicht die beste, aber ungefähr so wie ich. Gut. So viel dazu und ihr solltet nicht zu jung sein. Das heißt, nicht so 12, 11 Jahre, sondern schon so 13, 14, sagen wir mal mindestens. Es sei denn, ihr seid wirklich richtig gut, dann würden wir euch natürlich auch dann nehmen. Und ihr sollt natürlich ja schon aktiv auf YouTube sein. Das heißt, wenn ihr jetzt einen YouTube-Kanal habt, wo keine Videos drauf sind, dann können wir euch natürlich nicht vertrauen, dass ihr dann wirklich mindestens in der Woche ein Video Tackle Uni bringt. Und perfekt wäre es natürlich, wenn ihr jeden Tag ein Video hochlädt, aber das werde ich auch nicht schaffen. Das heißt, aktiv sein bei Tackle Uni sollt ihr schon. Ihr dürft dann natürlich nicht griefen und so weiter, aber dieses ganze Regelwerk, das wird dann sowieso euch noch alles zugeschickt, wenn ihr dann teilnehmt. Die Besten werden dran genommen, wahrscheinlich werden eh nicht so viele mitmachen, aber ich gucke mir auf jeden Fall alle an. Aber ihr müsst euch auf jeden Fall gefasst machen, dass vielleicht beim Spannungsfaktor eventuell, also das heißt nur eventuell, vielleicht ein Strafensystem eingebaut wird. Aber das Ganze kriegt ihr noch alle auf Twitter Bescheid gesagt. Und ja, das war's eigentlich von Tackle Uni Reloaded. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bewerbungsvideo vorstellen und so weiter. Und ihr braucht natürlich einen leckfreien PC, beziehungsweise leckfreie Aufnahme. So. Kommen wir zum zweiten Teil und zwar wäre das, wie ihr 10 Euro bzw. 5 Euro Passive Cut gewinnen könnt. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Gewinnspiel, wo einer zufällig ausgewählt wird, sondern das ist jetzt wirklich was ganz anderes, ist eigentlich sozusagen ein Spiel. Ich erkläre euch das mal. Und zwar habt ihr mal vielleicht beim YouTube-Studio nachgeguckt. Also die Leute, die was Videos hochladen, die werden wahrscheinlich das haben. Also wenn ihr auf YouTube-Studio bei YouTube draufklickt, und dann auf Community und dann gibt es hier nämlich einen Tab, der heißt Fans und in dieser Fanliste werde ich das jetzt mal in Interaktion sortieren, das heißt Interaktionen sind dann eben Kommentare, Likes und so weiter. So, und bei der Interaktion, da sieht man dann praktisch die aktivesten Abonnenten, die ein YouTuber hat. In meinem Fall wäre das momentan der Lightgamer. Der ist wahrscheinlich dann mein aktivester Abonnent, denn der hat zwar keinen neuen Kommentar und ist auch anscheinend kein Abonnent von mir, allerdings hat der wahrscheinlich viele positive Bewertungen mir gegeben. Das heißt, in dieser Liste seht ihr wirklich die, ja sagen wir mal, besten Fans und dass man sich hier hocharbeiten kann, muss man auf jeden Fall viele Kommentare schreiben. Am besten dann auch noch positive Bewertungen abgeben und am besten auch noch ein Abonnent sein. Und wenn man da wirklich jeden Tag mindestens Kommentar schreibt, dann kann man da auf jeden Fall weit hoch sich auf die Liste arbeiten. Und ich habe jetzt Folgendes geplant. Heute haben wir den, ja ich weiß nicht, wann es hochlädt. Auf jeden Fall bei mir ist jetzt der 18.09.2014. Ich werde das Gewinnspiel, also es ist ja kein Gewinnspiel, sondern die Fanaktion, nämlich die Hashtag Fanaktion, die werde ich bis zum, sagen wir mal, 18.10.2014 laufen lassen. Und in der Zeit habt ihr, also in dem Zeitraum habt ihr Zeit, euch in der Fanliste, in der besten Fanliste von mir
hochzuarbeiten. Das heißt, ihr müsst YouTube-Videos natürlich von mir gucken, Kommentare da lassen und Bewertungen da lassen. Und derjenige, der was dann in diesem Monat am besten ist, also vielleicht könnte es sein, dass da keiner mitmacht und der Light Gamers dann am ersten Platz bleibt. Auf jeden Fall könnt ihr euch da hocharbeiten und der Beste, was dann ganz oben ist, der gewinnt 10 Euro Passive Card und der Zweite gewinnt 5 Euro Passive Card. Zu den Passive Cards habe ich auch noch was zu sagen. Die 10 Euro Passive Card wird dann wahrscheinlich aus Österreich kommen, weil ich ein Österreicher bin. Und keine Ahnung, vielleicht ist das bei euch ein Problem, wenn ihr ein deutsches Konto habt. Passive Card Konto, wie auch immer. Und die 5 Euro für den zweiten Platz, die sind dann aus Deutschland. Gut. Also, das wär's zu der Aktion. Ich hoffe, ihr macht da mit. Und natürlich könnt ihr jetzt jedes Video angucken und einen Kommentar da lassen oder liken, aber ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall bei Twitter Bescheid sagen, wie so der Zwischenstand ist oder noch erst. Also wenn sich was ändert, dann werde ich das Bild auf Twitter posten und dann könnt ihr nachgucken, ob ihr jetzt gerade Erster oder Zweiter seid. Und das Ganze geht dann einen Monat. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, mal eine Passive Cards zu verschenken. Das ist eine gute Idee, finde ich. Und das wär's dann von der Fanaktion und von Tekkeluni Reloaded. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.